Sehr gegrüßt. Wieder einmal ein ganz kurzes Tutorial zur Anwendung des Profilmanagers für eine Außentreppe. Also Optionen, Elementattribute, Profilmanager. Ich sage hier neu, ein neues Profil, soll bei Wänden dann funktionieren. Hier habe ich eine Schnittdarstellung. Alles, was ich als Schraffur zeichne, zum Beispiel hier, also 15, 32, 15, 32, 15, 32. Alles, was ich hier als Schraffur zeichne, mit dem Nullpunkt an dieser Stelle, wird dann später in einer Wand in die Länge gezogen. Hier habe ich dann die Führungslinie der Wand. Das hier soll dann vielleicht Beton sein, also ganz normal der Schraffureinstellung, Stahlbeton, natürlich die richtigen Farben dann dazu, die Umrisslinie, wie ich sie eben dann vielleicht später brauche, alles hier richtig einstellen, okay. Was soll das dann sein? Das soll Kern sein. Material. Material, Beton, Sichtbeton, Plattenlöcher, Sichtbeton rau, wie auch immer. Und Orientierung, Projektvorsprung. Gut. Profil speichern. Außentreppe. Okay, dann kann ich hier raus. Dann in die Wandeinstellung, Doppelklick, das brauche ich nicht. Schon, brauche ich schon. Zuerst, meine keine normale Wand, sondern eine Profilwand. Wenn ich es hier umgestellt habe, welches Profil, nämlich komplexe Struktur, individuelles Profil, meine Außentreppe. Mit, wenn ich das da mache, wie bei den mehrschichtigen Schraffuren, auch die ganzen Hacker setzen, damit die Farben und so weiter nach dem Profil eingestellt werden. Das Profil können übrigens auch mehrere Schraffuren sein, die verschiedene Bauteile, also Baustoffe betreffen. Okay, und jetzt kann ich ganz normal eine Wand zeichnen. Und bekomme, also Stunde 3, meine Außentreppe, die ich dann auch noch sehr einfach bearbeiten kann. Zum Beispiel, wenn ich das hier ausrunden will, einfach auf die Führungslinie, hole ich es mir hier und vielleicht hier noch ein wenig zurück. Das und das ordentlich verbinden, wenn ich es nicht schon gemacht habe. Das ist komisch. Das müsste sich normalerweise richtig verschneiden. Gut. Wenig zurück mit der Geschichte. Alt. Also Alt-Klick auf das und dann einfach ein Stück gerades reinzeichnen, dann verschneidet es wieder richtig. Das heißt, man kann sehr schnell mit dem Profilmanager zum Beispiel Außentreppen gestalten oder andere Dinge veranstalten. Gut, danke, das war's schon wieder.